So, Freunde des guten Gourmets, wir sind heute hier nicht in Sansibar, sondern in dem wunderschönen Köln, Cologne. Hier waren auch schon einige YouTube-Größen, hier soll es wirklich einen sehr saftigen Burger geben. Und zwar der Name des Ladens ist schon wirklich sehr, sehr kurios. Das Ganze nennt sich Fette Kuh. Bei Google ja, sehr, Mann. Sehr gut bewertet. Ja. Und die, was haben die YouTuber gesagt? Ja, also das war auch schlichtweg eigentlich relativ gut, was ich da gehört habe. Okay, ich bin gespannt. Obwohl hier, da sieht sehr, sehr verlockend aus. Passt da mal eine Fraktur. Können wir ja nochmal einen anderen. Auf dem Rückweg halt, schauen wir auf jeden Fall einmal kurz rein. Wir gehen jetzt erstmal Fette Kuh. So, Christa, ich weiß jetzt genau, wo wir gerade waren. Ja, mitten auf dem Kreisel. Bananenrepublik Köln. Ehrlich, lies mal, ich schau ohne Scheiß. Bananenrepublik Köln. Zu viel Sound, zu viel Trouble. Das ist ja, die Großstadt. Du sagst hier fliegen die ganze Zeit die Kampfjets über uns her. Hört man das nicht? Harte Zeiten. Hi, guten Hunger. Grüß dich. Wir hätten gerne zweimal Cheeseburger, 200 Gramm Patty natürlich und drei Pommes. Trüffel Mayo, Aioli und Chipotle Chili Mayo. Englisch Skills wieder auf Pflicht. Ja, auf die war hat verstanden, international. Ne? Gott, der hat mich auch verstanden, der Bruder. Eistee Zitrone, 100% natürlich, das klingt immer gut. Bismillah. Schöne herbe Note, das ist richtig Teegeschmack. Richtiger Teegeschmack, richtiger das ist was Teegeschmack. Für mich. So, so wie das sein soll. Heutzutage ist oft zu süß der Eistee. Es ist mehr ein Limo wie eine Eistee. Erster Eindruck, visuell? Ganz ehrlich? Ja, ganz ehrlich. Habe ich schönere gesehen. Ja. Weißt du, was ich finde? Ich finde, das ist wie so ein Oldschool-Burger oder sowas, weißt du? Die sind auch seit 2011. Das ist jetzt einfach nur der Cheeseburger, 200 Gramm Patty. Bismillah. Ja, Medium. Haben die wirklich sehr gut hinbekommen. Ja, schön rosa den Kern. Wie Medium so sein sollte. Der geht ganz stark Richtung Whopper. Der wirkt schon sehr fett, ne? Sieht man das? Ist der schön scharf? Der wirkt sehr mächtig, der ist schön scharf. Das könnte man als Thumbnail jetzt nehmen. Ja? Ja, ehrlich. Siehst irgendwie nicht ganz so begeistert aus. Ist okay, der Burger. Ah, jetzt beim besten Burger Köln hättest du mehr erwartet? Auf jeden Fall. Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Haut nicht vom Hocker, ich frage mich gerade, ob wir das Video überhaupt veröffentlichen. Aber ganz ehrlich, kann ich nicht sagen. nichts Besonderes. Ganz ohne Witz, nichts Besonderes. Oder? Aber es kann sein, dass er 2011 gut war. In der letzten Zeit haben wir wesentlich viel, viel bessere Burger gegessen. Der hat nicht viel Geschmack, so, der hat nicht viel Power. Der Käse ist auch relativ trocken. Auch ein bisschen sehr mild, der Käse. Also ich finde den ganzen Burger sehr trocken, weißt du? Wären wir mal doch lieber Pasta Manufaktur gegangen, ne? Ja, Mann. Es schmeckt so, wenn man zu Hause mal die Pfanne anschmeißt und sich mal eben so einen Burger macht. Oh, voilà, da mache ich ja mal einen besseren Burger. Ohne Scheiß. Ohne Witz. Ich weiß nicht, ob das der beste Burger Kölns ist, Mann. Nie im Leben. Ich kenne einen Laden, da weiß ich selber, dass der besser ist. Ja. Sollen wir rübergehen zur Pasta-Manufaktur? Ich glaube auch. Ehrlich jetzt. Ich esse auch noch die Pommes auf. Ja. Dann gucken wir, ob wir da noch eine richtig schöne Pasta bekommen. Klingt gut. Ja, mein Freund Mika hat auch noch Hunger. Pasta ist eins meiner Lieblingsgerichte. Da habe ich auch einen feinen Gaumen. Da gehen wir jetzt mal rein. Hallo. Hi. Ciao. Ciao. Wie geht's euch? Oh, danke, wunderbar. Pasta-Werkstatt, die Manufaktur. Christian, guck mal. Ich schaue ohne Scheiß und Zuschauer auch. Ohne, dass ich jetzt schon die Karte gesehen habe. Guck mal, der erste Eindruck. Ich dachte jetzt, der Laden wird sich aus den Socken machen. Ohne Witz. Der wird dich jetzt aus dem Stuhl machen. Du siehst Mama Mia aus. Tutto bene, grande. Du bist normalerweise hier, bist du beim Hersteller. Du bist gerade beim Hersteller, das sieht man nicht. Das habe ich gecheckt. Marke registriert, man sieht nur das Restaurant hier. Aber tatsächlich bist du beim Hersteller und die Qualität dementsprechend. Ne? Das heißt, wir produzieren jeden Tag frische Pasta mit Hartweizen, wie es aus Süditalien,
Altamura aus Bari. Wow. Sergio, Mamma Mia, das ist doch wunderbar. Ich schenke dir mein Vertrauen. Ja? Ich schenke dir mein Vertrauen. Magst du, also du meinst Basilikumpesto, würde ich empfehlen, mit ein bisschen Burrata. Sergio, ich schenke dir mein Vertrauen. Okay, dann mache ich mal. Ihr Italiener, ihr wisst, was ihr macht. Das ist das Schöne an euch. Ja. Ihr wisst was von eurem Handwerk. Ehrlich, ihr zelebriert die Lebensmittel, ihr zelebriert das Kochen, ihr zelebriert das gemeinsame Essen. Das liebe ich. Hätten wir direkt, wenn wir mal hier reingegangen, ehrlich. Du bist durch die Tür gekommen. Was? Diese? Jetzt nicht extrem viel, Sergio, dass wir mit einem gutes Gefühl nach Hause können. Sergio, ich habe noch 3 Frauen, 21 Kinder. Wir werden dich. Wir kommen dich besuchen. Okay. Ja. Mama mia. Was wolltest du gerade sagen? Wo ich durch die Türschwelle gekommen bin, ohne Witz, Tristan und Zuschauer, da habe ich diese Liebe, wirklich diese Leidenschaft, dieses italienische Temperament gespürt. Weißt du, oder hast du direkt so ein Film? Boom, der kann was. Das ist wirklich pure Liebe. Das ist pure Liebe, ehrlich. Also, es duftet wirklich. Da muss wirklich wieder hier Geruchsfernsehen oder Geruchs-YouTube kommen. Es duftet traumhaft. Es sieht traumhaft aus. Und ich rede nicht lange. Oh, feinstes Kalbfleisch mit Bärchen. Findest du denn nicht, das riecht ein bisschen nach Bollo? Ja, natürlich, das soll doch so eine Bollo sein, Kalbfleisch. Ja, ja. Nee, das soll in die Richtung gehen, so ich das verstanden gerade. Nur ein wahrer Italiener versteht die Italiener, Bismillah. Abo Italiener. Mhm. Guck mal, das Pesto, wie das aussieht, wie eine Emulsion. Soll ich dir was darüber erzählen? Ja, bitte. Hast du gesehen? Das wird in einem speziellen Verfahren hergestellt. Was für ein Verfahren? Das heißt, das ist kein klassisches Verfahren, wo das einfach nur klein gehäckselt wird, sondern hier wird das erstmal klein gemacht, dann wird das schockgefrostet und dann in dem schockgefrosteten Zustand nochmal kleiner zermahlen. Wow, also siehst du schon wirklich, wie fein. Das ist ja wirklich eins. Das ist wirklich eine Masse. Guck mal, wie siehst du, das soll Fenster sein, da haben wir das. Warte nochmal, Busoni. Guck mal, was für ein schönes Pesto. Haben wir das? Guck, ist der Tropfen. Abo Italiener. Amore. So sehr ich Döner liebe, Leute, ne? So sehr ich Burger liebe. So sehr ich die Nahostküche liebe, ne? Es gibt nichts über einen guten Teller Pasta. Das macht dich happy. Döner über Pasta. Oder Pasta über Döner? Pasta über Döner. 100%. Ja, weil das noch ein bisschen sehr clean und ich find's geil. 100%. Sag ich immer wieder, ich liebe Döner. Das ist so mein Sweet Food, sag ich mal, Sweet Fast Food. Aber es gibt nichts über eine gute Pasta. Guck mal. Burrata. Guck dir das mal an. Feinstes Burrata. Aber wir sagen dazu Ashta. Wallah, wie Ashta, Habibi, ehrlich. Was sagt eigentlich dein Diätplan dazu? Ey, das ist drinne. Guck, was für ein Mund. Guck, der tropft jetzt. Boom. Haben wir den? Den haben wir. Oh. Ey, darf ich auch mal probieren? Ich muss einmal. Sieht so gut aus. Ich wollte schon beim Kochen eigentlich probieren. Das Einzige, was ich. Was machst du sonst auch immer? Ja, nee, diesmal habe ich nur einen Klecks auf die Hose bekommen. Mehr war nicht drin. Guck mal, es ist soweit. Ich muss jetzt auch mal meine Pasta probieren. Ja. Warte, darf ich noch den letzten Bissen? Bitte. Nimm mal noch ein bisschen. Guck dir diese Farbe an. Das passt einfach zu mir. So. Hier haben wir übrigens Parmesan-Chips. Stark. Ja, ich werde jetzt auch mal probieren, Tristan. Kalbsbolo, ha? Bist du da? Oha. Wow. Oha. Diese Trüffelnote. Bombastisch. Das ist eine Spezialität des Hauses, habe ich mir sagen. Das ist wirklich Spezialität des Hauses.
Boah. Jetzt achte auf den Trüffel im Abgang. Nee, nicht nur, der kommt schon am Anfang, Mann. Bei mir kam der mehr ab der Mitte. Guck mal, ich dachte ganz am Anfang, für eine Millisekunde, wow, was ein leckeres Fleisch. Dann hast du eine ganz, ganz leichte, saure Note. Ich höre genau so. Eine ganz leichte, saure Note. Und dann merkst du, ist das überhaupt das Fleisch? Nein, da kommt Trüffel durch. Genau so. Da kommt Trüffel durch, genau Mann. So, oh. Genau so, ja, Mann. Nach der Pasta, die wir in Italien gegessen haben, in der Beach Bar mit Kolja. Oh. Nach der Pasta geil. Hier, die beste Pasta. Beach Club Gilder. Sorry, Mama, ne? Simple Food. Ich liebe euch trotzdem. Mhm. Mama Simple Food, geht nichts über die. Wir lassen kein Wort über die kommen. Ne? Wir stehen hinter denen wie Löwen. Aber wir müssen ehrlich sein. Und die haben sich nur auf Pasta konzentriert. Und das schmeckst du. Das schmeckst du hier hundertprozentig raus. Die Pasta an sich schmeckt ja auch unglaublich gut. Die Nudeln. Aber die, also ich muss sagen, die Zutaten, die sind so hervorragend. Und so besonders, man vergisst einfach, dass die Nudel auch noch was Besonderes die ist. Die Nudel ist brutal. Guck mal, woran sollte man eine gute Nudel erkennen? Auf jeden Fall, du siehst hier, wie grob das ist, ja, dass die Soße drauf haftet. Und ich denke mal, und ich vermute mal, seine Pasta-Maschine ist aus Kupfer. Ja. Kann man ganz leicht zusammenfassen, je besser die Nudel ist, desto gröber ist die Oberfläche, ne? Genau. So körniger, sag ich mal. Wie Schmirgelpapier muss sie sein. Wirklich tutto bene. Ich hätte jetzt von dir gedacht, dass du noch den Rest da auslöffelst. Oder? Stopp, warte. Ist da Brot drin? Habibi. Nein. Habibi, was? Meinst du den hier, ne? Warte. Den hier, ne? Ciao. Wie lange würde ich dafür fahren? Ich würde dafür tatsächlich sehr lange fahren. Ich auch. So allein 2 bis 3 Stunden würde ich fahren. 100% allein, um den Laden so meine Liebsten zu zeigen, weißt du? Ja, genau. Die Menschen, die ich am meisten lieb habe, mit denen ihr hinkommt, ja? Aber dann, 100%, das hätte ich eigentlich vorhin schon bestellen müssen. Ich habe erst im Nachhinein die Karte gesehen. Das werde ich auf jeden Fall definitiv beim nächsten Besuch machen. Einfach die klassische Napoli. Das ist der Cheeseburger unter dem Pasta-Gericht, ne? Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, nee, Mann. Dieser Punkt jetzt. Hier noch ein. Egal, zum Glück keine Tomatensauce. Bruder, da ist noch mehr. Da war doch kein Mist. Da rechts, guck mal da. Nein. Scheiße. Nein.